war lange sehr still auf meinem YouTube-Kanal. Ich bin jetzt wieder zurück. Es wird wieder regelmäßig Folgen geben. Es tut mir leid, dass es doch nicht angekündigt war, dass ich Folgen online von meiner Amerika-Reise irgendwie online gestellt habe. Weil ich habe tatsächlich angefangen zu vloggen. Ich habe den ersten Tag sowas von komplett mitgefilmt und dann irgendwie sehr schnell realisiert, nein, das will ich nicht. Ich will herumreisen, ich will die Orte erkunden, ich will Menschen kennenlernen, ich will einfach Abenteuer haben, ohne irgendwie im Hinterkopf Gedanken zu haben, das sollte ich filmen, das sollte ich filmen, das ist irgendwie cool. Aus dem Winkel, da könnte ich die Kamera hinstellen oder sonst irgendwas. Das wollte ich nicht. Das hat mich dann doch irgendwie zu sehr belastet und deswegen gab es aus Amerika keine YouTube-Folge. Trotzdem war die Reise phänomenal. Also alle, die mich auf Instagram verfolgen, haben ja eben meine ganzen Stories damit bekommen. Ich habe versucht, auch zumindest in den Stories relativ viel zu posten und zu teilen. Ich war 4 Wochen in New York, New York City. Meine Airbnb war in den Bronx. War eine richtig coole Erfahrung. New York City ist sowas von eine geile Stadt. Also ich glaube, also ich habe mich echt in die Stadt verliebt und ich könnte mir wirklich vorstellen, dort länger zu leben, wenn es dort in der Stadt ein geiles Gym geben würde. Und das gab es aber irgendwie nicht. Also es gab halt so rundherum von New York, also New York selber ist ja relativ groß und quasi zu New York Stadt gehören dann die ganzen Nachbarn. Und also es ist quasi weit darauf in den Norden war, ein extrem geiles Gym. Dann natürlich Powers Gym, Beth Francis, das quasi on Long Island ist, war ich auch einmal. Und New Jersey hat auch noch ziemlich geile Gyms. Also New Jersey ist quasi direkt neben New York City, also die wirklich direkt neben Manhattan, Upper East Side, West Side. Upper West Side, glaube ich jetzt. Wenn ich jetzt nicht verwirrt bin. Genau, ansonsten war die Reise richtig cool. Ich habe mir versucht, mit dem Essen relativ klar, gut klarzukommen, versucht mit dem Gewicht zu nehmen, relativ gut klarzukommen. Ja, es ist jetzt wie es ist. Ich habe sicherlich deutlich mehr zugenommen, als ich hätte wahrscheinlich sollen. Aber dafür habe ich halt die Reise wirklich sehr genossen, weil nach New York ging es dann 3 Wochen nach Denver. Denver war auch eine verdammt geile Stadt. Verdammt geile Stadt. Dafür könnte ich mir auch gut vorstellen hinzuziehen und da werde ich vielleicht wirklich hinziehen. Schauen wir mal, was jetzt in dem Jahr passiert. Aber ich glaube, dass wenn ich das Gefühl habe, dass ich hier weiterhin anstehe, warum ich auch immer dieses Gefühl habe, werde ich wirklich wahrscheinlich nach Denver ziehen. Aber vielleicht finde ich auch hier jetzt irgendwie in dem Jahr einen Grund, warum ich eigentlich in Wien bleiben möchte, weil Wien ist eigentlich auch eine wirklich geile Stadt. Es verfolgt mich sehr, es ist ein vieles hin und her, aber ich muss mir selber Zeit geben, das ist eine Sache, die ich jetzt nicht hier und sofort entscheiden muss. Und es sind so viele Dinge auf einmal und es gibt so viele neue Sachen. Ich werde euch jetzt in dieser Folge so hier und da ein bisschen ein Update geben, nehme euch in meinen Alltag wieder etwas mit. Ich gewöhne mich dran an den Alltag wieder. Die ersten Wochen war so, fuck, es passiert nichts. Aber es ist gut, dass nichts passiert. Ich finde wieder Gefallen an dem Prozess, an der Langeweile, jeden Tag immer wieder selber zu machen, weil das ist das, was dich letztendlich zum Erfolg bringt. Ganz egal, was deine Ziele sind, aber einfach jeden Tag immer wieder an diesen Zielen zu arbeiten, das ist das, was ich eigentlich machen möchte. Und ja, es gibt ganz, ganz viele News, aber jetzt gibt es erst einmal ein Kaffee und dann Frühstück. Und dann fahre ich ins Gym trainieren und ja, dann zwischendurch werde ich euch immer wieder ein bisschen was erzählen, was gerade so abgeht, was geplant ist und auch was war irgendwie. Ist es doch einiges passiert, die letzte Folge ist 3 Monate her, war ANBF
Und ja, und falls ihr neu seid auf diesem Kanal, vielen Dank, dass ihr euch die Folge anschaut. Schaut euch alle alten Folgen an. Da habe ich ein bisschen anders noch ausgeschaut. Und subscribe der Channel. Bitte, bitte Daumen hoch. Und freue mich über jedes Kommentar. Quasi willkommen heißen. Oder wenn ihr hier Fragen habt, wie es jetzt weitergeht, wie mein Alltag ausschauen wird, was alles ansteht. Please write it in the comments hinein. Ja, das war jetzt richtiges Englisch. Ich höre mal auf zu labern und mache mir jetzt Essen. Da hat sich tatsächlich nichts geändert. Es ist noch immer mein Eiklar-Protein-Pancake, Oats, Wasser mit Kreatin. Ja, auch die Mengen sind eigentlich noch immer ziemlich gleich geblieben. 40 Gramm Haferflocken, 30 Gramm Whey, ein Eiklar. That's it. Keep it simple. Aber es ist trotzdem lecker. Also werde ich jetzt genießen.
mein vorletztes Meal für heute hergerichtet. Ich war jetzt schon trainieren. Training war richtig, richtig gut. Und war dann mit der Chiara wieder eine Runde spazieren. Und hier ist jetzt noch mein vorletztes Meal. Eine Schüssel Salat. Weil ich einfach wirklich verdammt gerne Salat esse. Und Käse-Schinken-Toast. Ja, Käse-Schinken-Toast, weil es ist mehr Käse-Schinken drinnen. Mit Ketchup. Ich bin richtig froh, dass ich das Zeug wieder essen kann. Ja, ansonsten wollte ich euch erzählen, was steht jetzt an und was drehen sich jetzt die nächsten Folgen beziehungsweise mein ganzes nächstes Jahr. Es hat sich jetzt doch einiges getan. Und zwar habe ich Coach gewechselt, weil ich NPC starten möchte. Ich habe auch nicht nur Verbandswechsel gemacht, sondern ich will auch Klasse wechseln. Also ich bin ja jetzt, habe meine Wettkämpfe ja quasi PCA und ANBF gemacht. Also prima halt, also Fokus war halt ANBF sozusagen, Naturalbereich, in der Figurklasse. Und jetzt werde ich NPC starten und will in die Wellnessklasse wechseln. Also Fokus auf die Beine. Beine waren ja quasi schon immer meine Stärke und ich glaube, dass dieser Klassenwechsel relativ smart sein wird, weil der Lat einfach meine Schwäche ist, weil ich mir noch immer bei der Anstrengung vom Lat relativ schwer tue, beim Posen fällt es mir schwer, den Lat rauszuholen, beim Training fällt es mir schwerer, den Lat zu treffen. Ich habe ein sehr hohes Volumen fahren müssen, damit der Lat quasi wächst. Und jetzt ist der Lat halt nicht mehr so im Vordergrund und ich kann das ganze Volumen dann für die Beine quasi raufschrauben und meine Beine wachsen quasi automatisch, was halt richtig, richtig cool ist. Ich freue mich extrem drauf. Das heißt, 2022 steht ganz unter dem quasi Ziel Transforming to Wellness. Der Plan wäre wieder 2023 zu starten. Ich hoffe, es geht sich aus, quasi Frühjahr oder Sommer starten zu können. NPC ist ja relativ cool, weil die haben fast das ganze Jahr durchgehend Wettkämpfe und auch sehr, sehr coole Wettkämpfe. Und ja, ich bin sehr gespannt. Das heißt, quasi Klassenwechsel steht an, Coachwechsel. Ich bin jetzt beim Ross von Muscle Mentors. Die zweite Woche vom Coaching ist jetzt vorbei. Ich bin sehr, sehr happy bis jetzt, aber ich meine, es ist jetzt quasi noch am Start. Trainingsplan ist dabei so, dass ich 3 Trainingstage habe und immer on-off trainiere. Also Training, Rest-Day, Training, Rest-Day, Training, Rest-Day und dann dreht sich wieder, beginnt wieder alles von vorne. Fokus liegt jetzt natürlich auf den Beinen und halt etwas Oberkörper quasi mit dabei. Und jetzt einmal die ersten Wochen, dass ich wieder reinkomme ins regelmäßige Training. Ich habe auf meinen Reisen zwar schon sehr regelmäßig trainiert, natürlich halt Post-Prep, Recovery, langsam wieder Vertrauen in meinen Körper finden. Dazu ist mein Körper dann auch noch sehr schnell sehr viel mehr geworden. Ja, war jetzt nicht optimal wahrscheinlich, aber es ist jetzt so, wie es ist und ich bereue, glaube ich, nichts, weil ich dafür eine richtig geile Zeit in Amerika gehabt habe, eine geile Reise gehabt habe. Jetzt gerade kämpfe ich so ein bisschen, dass ich meinen Körper akzeptiere, wie er ist, aber es wird besser. Es wird besser. Und ja, ansonsten werde ich jetzt dann euch eh wieder mitnehmen, meine ganze Off-Season Transforming to Wellness. Wenn ihr hier Fragen habt, Coachwechsel, Verbandswechsel, Trainingsplan, Off-Season, Post-Prep-Zeit, zu meiner Reise, I don't know, whatever, schreibt es in die Kommentare hinein. Ansonsten freue ich mich extrem, euch wieder mitnehmen zu können. Blümchen freut sich auch, natürlich. Und ja, freue mich natürlich auch sehr, sehr stark über jeden Support. Das heißt, wenn euch dieser YouTube-Channel gefällt, wenn ihr mehr sehen möchtet, bitte, bitte, bitte subscribe, Daumen hoch, was auch immer. Und auf Instagram vielleicht teilen, einen Screenshot machen, mich markieren. I appreciate it a lot. Und damit verabschiede ich mich für heute. Das war jetzt mehr ein bisschen so eine Lava-Story.
Folge. Ich werde jetzt mal essen, dann den morgigen Tag vorbereiten, weil morgen werde ich arbeiten, ja, Prüfungen abnehmen und dann muss ich mich wieder ein bisschen vorbereiten dafür. Und ja, dann wünsche ich euch eine schöne Woche, einen schönen, was auch immer, je nachdem, wann auch immer ihr diese Folge schaut. Ich höre jetzt auf zu labern. Auf Wiedersehen. Warum mache ich das? Yes. Ciao, Baba.